Moin Moin meine lieben Chibis, herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon. Ja, ich habe Max reingebracht, weil Max sollte sich eigentlich weiterentwickeln. Der zögert das Ganze noch ein bisschen raus mit Sonnenbonbon. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich die her habe. So viele. Aber Max, keine Möglichkeit vortäuschen. Du musst auch mal aktiv jetzt einen Kampf mit einschreiten. Bis Max sich aber zu Zapplerang entwickelt, werde ich noch ein bisschen warten, weil das wird nämlich mit einem Elektrostein passieren. Oder Donnerstein hieß der nämlich. Und wenn er das nämlich tut, dann, ja, muss ich noch ein... ich weiß nämlich mal, die Pokémon, die sich nämlich mit den Steinen entwickeln, die kriegen nämlich eigentlich irgendwann... Ja, die werden ein bisschen... Die brauchen mal ein bisschen. Eigentlich, was ich genau sagen will, ist... Ach, die können einfach nicht mehr Dings lernen. Sobald sie sich entwickelt haben, lernen die meisten dann nichts mehr. Und das möchte ich jetzt halt einfach nicht, deswegen... Ja, so, Donnerzahn, ich weiß gar nicht, was Max mehr ist. Ob der mehr physisch... Ah, er ist sogar mehr physisch, okay. Komm, packen wir mal Funkensprung weg. Dann lernst du Donnerzahn. Ich meine, du siehst ja eh schon ziemlich bissfreudig aus. Ach, hat kalte Dusche? Nee. Kalte Dusche physisch? Nicht speziell. Kann Zappler lecker. Ich war dann, ich der Meinung, es konnte noch irgendwas erlernen. Was man gar nicht so mit rechnen würde. Nee, es, obwohl Elektroball, ich weiß nicht, wie hoch ist nun mal die Geschwindigkeit? 56. Okay, das war jetzt, glaube ich, nicht hoch. Lichtkanone, Typ Stahl, wäre vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht für dich. Wie viel habe ich denn davon? Eine. Na gut. Fensteraura. Eine Stahlattacke aber mit drin zu haben, wäre schon ganz brauchbar. Gigasauger? Ich glaube, ich nehme das mal mit rein. Einfach, weil mir danach ein bisschen ist. Dann habe ich ein bisschen besseren Move-Pool. Ah, das ist schon gar nicht mehr so schlecht. Fokus. Stimmt, ich könnte auch nachher auch vorausgucken. Moment, achso, bizarre Raum. So, okay. Kannst du dich ansonsten noch irgendwelche Attacken eigentlich? Attacken verwalten, alte Attacke ändern. Ladungsstoß. Ach, Donnerwelle mag ich eigentlich gerne drin haben. Ich pack sie erstmal raus. Okay, wir gehen jetzt mal voll auf Angriff. Oh, ein Belohnung wartet auf mich. Team Star, yeah! Okay, ich habe keiner, der jetzt Wortwechsel so kann. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Heini ist. Du, willst du mal ran? Ich bin Team Star beizutreten. Was, du willst Team Star beitreten? Hat der vielleicht ein Feen-Pokémon? Oh! Okay, das ist für Gnu jetzt nicht gerade das optimalste Pokémon. Zurück. Aber es gibt doch gar. Naja, ich weiß gar nicht. Muss man für Team Star die jeweiligen Pokémon-Typen haben? Eigentlich ja, ne? Käfer, Feuer. Dann müsstest du eigentlich zu, wie heißt sie nochmal? Die mit den großen Stiefel. Eigentlich musst du dahin gehen. Hier bist du ein bisschen falsch. Na, Lina ist tanky, aber sie ist leider nicht schnell. Das ist ein bisschen blöd, oder? Komm, Hase, mach mal weg. Ach, Ignivore ist auch ein sehr cooles Käfer-Pokémon, wenn nicht sogar mit das Beste. Was ich finde. Aber jetzt kommt ein Zapplerleck. Und es hat Schwebe wahrscheinlich drauf. Hm.
Ja, machen wir mal einfach hier. Okay, dann machen wir doch mal Jubelkraft. Tschüss, Mann! Oh. Nett. Take that! Ich weiß gerade gar nicht, warum ich eigentlich eine Gesteinsattacke drin habe. Könnte ich auch mal überlegen, rauszupacken. Ich bin so froh. Na gut. Was für Pokédex wurde aktualisiert? Habe ich noch nicht das Dings gehabt? Ach, ist ja auch egal. Alter, was war denn hier gerade mit der Animation los? Das war ein bisschen komisch. So, komm mal her, mein Graffiti-Freund. Wie schön es ist, hier doch aussieht, aber diese schiebigen Müllhaufen verdirbt die Aussicht. Meinst du mich? Ich trenne immer brav meinen Müll. Ich glaube, der hat eher zu sehr in den Sprühdosen geschnüffelt. Oh oh. Morbitas. Keine Ahnung. Gnu? Lichtkanone? Psycho Plus. Was ist eigentlich Aufbereitung? Recycle eines Getränkes hat vom Kopf. Ich glaube, da muss ich genug auch mal was anderes geben. Interessant, dass es nicht sehr effektiv ist. Ich muss mich echt mit manchen Sachen mehr beschäftigen. Nein, ich Hypnose! Oh Mann, Gnu! Ach, du kannst nicht einpennen! Ach, Mensch, ey! Jetzt wein nicht herum, Knirscher! Es ist sogar schneller? Moment, Gnu ist warum ist Gnu denn so schnell? Oder ist Maximi langsamer geworden mit der Entwicklung? Bin mir gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass Maximi langsamer geworden ist. Er hat sich weiterentwickelt und hat gesagt gehabt, nee, Geschwindigkeit kannst du knicken, Lilo. Ich werde träge. In der Ruhe liegt die Kraft. Ach, wenn das Sherry... Obwohl, ich habe ja Sherry im Team. Sherry, mach mal was dagegen. Na gut, dann mal weiter. Ich brauche ja Dings. Ich will rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Was? Richtig, jetzt bitte Grüße an die aus. Warte. Alles klar, Herr Senior Raginotten. Wieso? Senior. Oh. Harrington hieß es, glaube ich. Bist du ein Freund des jungen Herrn? Ja, weiß nicht. Show an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dieses versteckte Rugbad-Bande ist. Hier handelt sich um den Herrn Otis, angeführte Filmgeber von Team Star. Ich glaube, der ist nicht okay. Ja, natürlich. Bitte um Verzeihung. Weißt du was? Vielleicht ja, das ist unsere Feindin. Ach, das ist die Feindin. Na, jetzt verstehe ich, aber bist du so feindlich gesinnt? Ja, dann ist was anderes. Hä? Wirst du die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Oh ja. Oh, wonderful. Das haben wir schon öfters gehabt, dass wir gegen Team Stars Mitglieder ja ganz andere zu sehen waren. Okay. So, Gnu. Schnappi dir, Lichtkanone! Da
Das ist eigentlich ziemlich cool gewesen von dir. Primano. Bril. Das war von Schwert und Schild. Die Entwicklung? Nee, die Vorentwicklung. Die Mittelstufe. Lichtkanone! Die hält aber wirklich mehr aus. Damit habe ich gar nicht gerechnet gehabt. Spezialangriff steigt um eine Stufe. Oh, die Verteidigung steigt auch. Das ist nicht gut. Los, Knu, senken mal die Verteidigung wieder runter, bitte. Oh Gott. Kann es sein, dass es viel tanky ist? Also die Musik erinnert mich aber gerade ein bisschen an Sonic, allgemeiner Sonic. Oh! Okay, komm mal lieber ganz schnell zurück. Nee, Vanessa ist auch blöde. Hat Limni eine gute Verteidigung? 89. 76. Ja. Sorry, Gnu, aber ich möchte ihn nicht verlieren. Ich kann dich bestimmt noch gut gebrauchen im Kampf gegen Team Star. Oh, Zauberschein. So, Frage ist, was. Ich hätte. Aber Blitzkanone ist leer. Ein bisschen gering die Chance, das trifft. Aber nice. Gut gemacht, die beiden. Oh! Sieh mal an. Hervorragend. Wirklich ausgezeichnet. Du sollst dich doch wissen, dass die Fähigkeiten des jungen Herrn und bei weitem besser sind als meine. Haltet daher mit Vorsicht. Wenn man sich jetzt entschuldigen würde. Hasla Vista. Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Das war Klevels Vorgänger? Und jetzt gibt er dem Boss Nachhilfe oder so? Jedenfalls kommt er manchmal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Moment, warum erzähle ich das überhaupt? Das ist ein gutes Gefühl für dir fest. Naja, ich sollte fix den anderen Wagen gehen. Bis bald! Ciao! Okay, er braucht vielleicht ein bisschen Nachhilfeunterricht, da ist aber nichts Verkehrtes dran. Du scheinst die Wache losgeworden sein, gut. Das ist eine versteckte Rückbarbande, die aus den Fehlmitgliedern des Team Star besteht. Der Boss Otis ist Team Star Mechaniker. Moment, was? Der ist Mechaniker? Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du solltest ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er ein herrischer Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt. Ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sicher zeigen, um dich eigenhändig zu beseitigen. Vorher bleibt nichts anderes übrig, als seine ganzen Rüpel zu besiegen. Harter Ansturm hat er gestanden, okay? Ist dann Zeit, ihn ein Ende zu setzen. Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch. So vom Bild her, wenn man ihn mal gesehen hat, der wirkt nur wie ein Mechaniker oder geschweige denn. Na gut, okay, du kannst nicht jeden, sag ich mal, ins Gesicht sehen, ob der ein herrischer Typ ist oder. Weiß man ja nicht, ne? Aber ich würde sagen, bevor ich da reingehe, will ich nochmal eben. Die scheine ich wohl irgendwie schon platt gemacht zu haben. War kein Bock, ich weiß nicht. Würde ich sehr gerne noch vorher mal ein bisschen kämpfen. Ach, Killerfee nachher. Oh Gott, die Kraft der Musik. Okay, Moment, den habe ich ja vergessen. 98, Sherry ist die schnellste. Na gut, Sherry, wenn du die schnellste bist, dann, here we go! Moment, warum ist das ein gutes, weil ich Boom hat? Ich weiß bei diesem vielen Pokémon nicht, wie diese Shiny aussehen. So, Johanna, was kannst du denn? Was kommst du denn? Knuddeluff! So, ich habe immer ein Problem bei Knuddeluff.
Ich habe immer ein Problem bei Knuddelhof. Ich vergesse immer, ob das jetzt den Feentyp hat oder ob es normal ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, es ist dem Feentyp. Habe ich überhaupt schon mal die Gifttiere? Ja, ich glaube, ich am Anfang, aber ich nutze sie viel zu wenig. Ich muss das echt mal häufiger machen. So, Sherry, lass dich nicht von so einem Knuddelfieh erledigen, bitte. So, aber jetzt damit hat Sherry nur noch eine Zweifachschwäche statt eine Vierfachschwäche. Okay, es war Fee. Oh, noch ein Crit. Ich vergesse mal, ob Knuddelhof jetzt, ich glaube, zwischen Knuddelhof und, wie heißt das andere? Gibt auch noch Groink. Gab es noch so ein anderes Pokémon? Ah, ich komme aber nicht auf den Namen. Was war denn das andere? Pixie! Jetzt habe ich es. Ich glaube, eins davon war normal, das andere war Fee und ich verwechsel es immer. Groink. Groink. Max, kriegst du das hin? Moment, bleibt die Terrakristallisierung eigentlich bestehen, wenn ich ausgewechselt habe? Das habe ich nie ausprobiert. Oh, Level 50! Psycho. Ich muss das eigentlich 141, 91. Ah, das Vieh ist mir nicht so ganz sicher. Was könnte Groing noch für Attacken drauf haben? Spukball? Gut gemacht. Okay. Alles. Blitzcannon! Ich dachte, sie wäre schneller. Ich hab die Fliegenklaue vergessen. Ja, toll. Genug. Bitte, du musst sie rächen. Gedankengut mag ich nicht. Ich weiß hier gerade nicht, warum Psycho nicht effektiv ist. Ich war eigentlich der Meinung, es liegt nicht am, liegt es am Stahltyp. Gut gemacht, Gnu. Oh Mann, ey. Jetzt hab ich als mein besten Pokémon verloren, ey. Oh. Zu Paisa. Ach Mann, ey. Ich bin echt traurig.
Aber interessant, dass es hier Zerpeise gibt. Ich habe noch nicht mal Zerputze hier irgendwo gesehen. Ist Eis nicht effektiv auf Käfer? Hast du nicht sowas wie Zornkillinge drauf? Gigasauger hat es drauf. Gigastoß? Also jetzt müssen wir aber langsam zu bunt hier. Mann, ey, dieses blöde Missplay. Ach, Mann. Na toll. Ich hab zwar noch Elektro-Pokémon, aber das ist echt gut gewesen. Ach, Leben. Mein Gott, Lea, ey, ich würde dich vermissen. Hu mit den anderen hier. Oh Mann, ey. Na gut. Oh wei, oh wei, oh wei. Muss man nicht das Positive gucken, wei. Mann, ey. Würde mich aber hier nochmal umgucken. Und dann mache ich mich auf den Weg wieder zum Pokémon Center. Wow, wie viele Nerys hier sind. Den Dennis sehe ich da hinten noch. Nessa, hör auf mit dem Morden. Da ist mein Gyarados gefährlich nah. Ich hatte eigentlich gehofft gehabt. Haben die echt den ganzen Leuchtturm für sich eingenommen? Ach, dieses komische. Das gibt's ja auch. Dieses. Ich vergesse jedes Mal, dass das Pokémon da ist. Also, ich kenn's halt vom Sehen, ja, aber ich find's so. Unnötig. Oh Mann, ey, ich ärgere mich gerade, dass ich eins meiner besten Pokémon verloren habe. Ich meine, das war ja wirklich seriously eins meiner besten Pokémon überhaupt. Ach. Komm ab hier. Floated. Ah, na gut. Aber wurde ja auch irgendwie Zeit. Mann, ey. Warum hast du Gift-Typ? Hat sie Gift-Typ erlernt gehabt durch die Entwicklung oder war ich so blöd und hab das weggemacht? Oh Gott, bin ich blöd. Gift-Typ ist ja viel besser als Gift-Schock. Ja, toll. Na gut. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dann fahren wir mal zurück. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass ich vielleicht noch einen Trainer finde. Weil ich möchte schon gerne wissen, was der Heini für uns hat. Weil eigentlich war es immer was, was meist nochmal geholfen hat gegen Team Star. So, und? Hast du was mit? Ja, Hallöchen. Du hast... 3?
Ah, hier hast du. Blättersturm. Erzeugt einen Sturm mit scharfen Blättern. Rückstoß sind spezielles Angriff. Also wie Hitzekolor was? Was Hitzekolor bringt mir gar... Also beides bringt mir ehrlich gesagt nichts. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Pokémon. Jetzt habe ich gerade was da, womit ich gerade echt keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen soll. Na gut, wenn ich nicht weiter weiß, dann nehme ich einfach mein Messer in mein Team mit rein. Evil regelt schon, die ist da eiskalt. Oh Mann, ey, das ist so, Tanz habe ich ja auch noch. Tanz wäre auch mal irgendwie cool, aber ich weiß gerade noch nicht, wie ich das nennen könnte. Ja, Yoshi jetzt. Weiß, aber mich würde mal echt interessieren, warum hat Gnu eigentlich. Warum ist Psycho nicht effektiv? Liegt es am Feentyp? Ich weiß es echt nicht. Gnu, bist mir Rätsel. Warum ist Psycho-Attacken bei dir nicht effektiv? Feenschloss. Da haben wir später alle Pokémon ein und hindert sie in der nächsten Runde Flucht bzw. auswechseln. Okay. Es ist alles nicht so doll. Ach, Gnu, was mache ich bloß mit dir? Aber ich brauche hier irgendwie Pokémon, die ein bisschen was aushalten. Vielleicht wäre Alex mal gut. Aber Psycho ist ja nicht sehr effektiv gegen Fee. Oh Mann, ey, es ist echt ein bisschen blöde gerade. Ja, und Spezialverteidigung. Ich glaube, die meisten Fiend-Attacken sind alle eher speziell. Obwohl Fragi hat eigentlich einen ziemlich hohen. Fragi kam wirklich bisher ein bisschen zu kurz. 57, 47. Ja gut, das ist nicht so schnell. Maxi ist eigentlich sogar ziemlich langsam. So, das will mein Team jetzt mal. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Pokémon der hat. Saline nochmal für einen Terra-Typ? Hatte sie auch Gift? Nee, Wasser. Ach, Terra-Typ Gift bräuchte ich eigentlich schon. Ja, Sherry ist so ein Ding. Ich brauche sie halt. Ich brauche sie eigentlich. Ach, dann nehme ich halt. Boah, 21 ist so fucking schnell. Ich traue mich nicht ohne Evil da rein. Kommt schon nur als Verstärkung mit. Was heißt Verstärkung? Der wird einfach nur damit, der zählt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pokémon er hat. Ich gehe mal von 3 oder 4 aus. Ich muss. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss mich nochmal. Ich will mich nochmal reinlesen. Ich lese mich nochmal rein, wie das mit Psycho aussieht. Oh, das ist eine Quana. Warum läuft das denn da hier rum? Und dann schauen wir einfach mal. Ich muss mir da nochmal wirklich mit nochmal reinlesen, warum bei Gnu Psycho nichts bringt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Und dann entscheide ich mich, ob ich nicht noch ein Pokémon wieder zurücklasse. Okay? Gut. Aber im nächsten Part geht es rund. Team Star wird gestürmt. Also unbedingt nicht verpassen. Los! Zeig, dass du ein cooler Riss in die Entwicklung bist! Feine Mörder-Evelin. Hilfe! Was willst du denn? Naja, Evil schlachtet sie mir hier noch ein bisschen rum, was sie so in ihrer Freizeit macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.